Rolle. Ja, und da sage ich dann auch gleich wieder guten Appetit. Ja, wir wollten ein paar Mäuse fangen. Jochen und ich, wir wohnen ein bisschen schäbig im Moment und wir haben es so öfter rascheln gehört, wussten dann aber auch nicht so wirklich, wie funktioniert das? Tut das richtig weh? Und brauchen jemanden, der das testet, und das wärst jetzt natürlich du. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, du machst jetzt den Mausefallentest. Wir wollten das eigentlich erst mit deinem Finger testen, da der aber brechen kann, so gedacht, ja. Haben wir uns überlegt, wir machen das mit deiner Zunge. Das weiß ich. Da kann nicht so viel passieren. Hier stehen 10 gespannte Mausefallen. Du nimmst die Fallen jeweils in die Hand und führst sie zu deinem Mund. Dann löst du sie mit der Zunge aus. Aber du darfst die Zunge nicht zurückziehen. Dreimal muss die Mausefalle an deiner Zunge hängen bleiben und frei in der Luft baumeln. Dann hast du 20.000 Euro sicher. Zeig mir deine Zunge. Das funktioniert. Das funktioniert, ne? Der hat einen Lappen, mit dem kann man was machen. Ja, hoffentlich ist der Lappen nicht gleich weg. Scheiße. Sehr gut, Evelyn. Also, traust du dich oder sagst du, Ja, ich trau mich, aber ich habe gar keinen Bock da drauf. Echt? Das verstehe ich gar nicht, warum. Könnt ihr mir das erst vormachen, weil ich weiß nicht, wie ich das mit der Zunge machen soll. Weil ich habe ein bisschen Geh Schiss, da nicht dass, so mir nah das, hin. Dass mir das, dass mir das irgendwie gegen den Zahn und dann bricht der Zahn und vielleicht habt ihr da eine bessere. Darf Nein, das du nicht, musst, mal, oder du kann ich habe einen Vorschlag. Kann das nicht der Carrie einmal vormachen für mich? Dann zählt das schon mal als Eimer und ich mache die anderen beiden. Okay, das machen wir. Carrie, komm zu uns. Machst du das? Jawohl. Da sage ich, das können wir ja, durchgehen danke. Lassen. Na gut. Okay, also das ist aber jetzt ein schönes Gruppenspiel, ne? Carrie, du machst das jetzt einmal. Wenn du eine an deiner Zunge hast und die auch dran baumeln lässt, dann lassen wir eine schon mal gelten. Dann musst du noch zwei machen. Okay? Okay. Das ist ein das sehr großes Entgegenkommen meinerseits. Danke. Dann nimm doch schon mal die erste. Na, du freust dich, ne? Ja, ich freue mich ganz fest. Oh, scheiße. Yeah. Oh, scheiße. Du nimmst es in die Hand und führst es selber zum Mund. Na, das tut doch unendlich weh bestimmt, oder? Das wissen wir eben. Richtig, ja, raus mit der Zunge, komm. Raus damit. Ja, ich weiß. Geil, wie du dich einkackst, oder? Jetzt muss der Carrie hier hinein. Ja, komm, mach mal Applaus hier, komm, Leute. Ey. So, scheiße. Dran baumeln lassen, dran baumeln lassen. Hand weg, Hand weg. Jetzt muss Daniel weitermachen. Also dreimal, ne? Ah. Ja, sehr gut. Geht doch. Nur noch zwei. Oh. Ja, geht aber klar. Ne? Oh, die nein. Lippen, die Lippen, die Lippen. Weißt du, wenn deine Zunge das abkann. Guck mal, jetzt hast du das Ding dir in den Mund gesteckt. Du sollst die Zunge rausstecken. Ich hatte da so einen Plan. Ja, der Plan ging leider nicht auf. Mach die Zunge raus. Okay, also so. Nein, 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 Zunge. Na, warte, warte. Zunge raus und Zunge und feste Lippen machen. Genau. Mach's gerade. Warte, warte. Jetzt hab ich ein bisschen Schiss. Ja, kein Wunder. Das ist auch so ein kleiner Maulakrobatiker. Nicht rein. Na. Ja, und? Loslassen. Sehr gut. Zwei hast du. Oh. Aua, aua. Aber sieht echt Panne aus mit der Frisur. Ja. Danke, ja, komm, dass du das nochmal gesagt hast. Wenn du den Rasierer noch hast. Du bist ja echt drauf, ne? Ja, nee. Ich... Nein? Nee, das leider, war leider nicht. Nicht. Aua, aua. Es geht um 20.000 Euro, das darfst du nicht vergessen. Sehr gut! 20.000 Euro gehören dir! Mach weiter, Mann. Danke, Leute. Ich bin sofort in der Vielen Dank. Ihr seid echt süß, ihr zwei. Ja. Ich hab den so gern. Respekt, Mann. Verstehe ich. Aber dich merke ich gar nicht. Tut mir leid, auch wenn du so. Los, komm, wir fahren nach oben und machen weiter. Okay. Evelyn, vielen Dank. Bis gleich. Dankeschön. Fühlt sich echt komisch an.